Der Berghof, Hitlers Domizil auf dem Obersalzberg. Auch hochrangige Parteimitglieder und deren Familien wurden hierher eingeladen. Doch selbst hier in der Abgeschiedenheit der bayerischen Alpen und unter dem Eindruck häuslicher Idylle ist eine Größe des Nationalsozialismus immer vertreten, die rassebiologisch einwandfreie Elitetruppe, die SS. Für Adolf Hitler stellt sich die Frage, wie sich der Verfall der Rasse aufhalten lässt. Sollte man vielleicht eine Gesellschaft von Auserwählten gründen, einen Orden oder eine Bruderschaft, die den heiligen Gral des reinen Blutes hütet? 1934, fast 10 Jahre nach ihrer Gründung, ist die SS dabei, mehr und mehr Hitlers Bruderschaft der Tempelherren zu werden. Die handverlesene, disziplinierte und überaus loyale Leibwache des sogenannten Führers ist als arische Eliteeinheit zu verstehen, als mystischer Orden, dessen Bestimmung es ist, ein Imperium zu gründen. Im Arier sieht der Nationalsozialismus die Rasse der Zukunft. Von der Vorsehung sei der Arier dazu bestimmt, alle anderen Völker zu unterwerfen. Mit ihren großen, schlanken Soldaten verkörpert die SS anschaulich die nationalsozialistische Ideologie. Jene nach strengen Kriterien ausgewählte Elite bildet die Keimzelle, aus der schließlich eine höherwertige Rasse hervorgehen soll, der Herrenmensch. Heinrich Himmler ist es, der aus Hitlers Schutzstaffel eine Sippengemeinschaft macht. Unter Himmlers Führung wird die SS zum Staat im Staate. Umhüllt von Geheimnis und feierlichen Ritualen wird die SS zu einer Kraft von nie dagewesener Macht und Autorität. Die Ursprünge dieser NS-Organisation gehen aber nicht auf persönliche Visionen Himmlers oder Adolf Hitlers zurück. Die Wurzeln der SS reichen tiefer als der Nationalsozialismus selbst. Um die Jahrhundertwende haben sich deutsche und österreichische Städte bis zur Unkenntlichkeit verändert. Folgen der industriellen Revolution sind Landflucht und die Abkehr vom bäuerlichen Leben. Millionen arbeiten nun in Mühlen und Gießereien. Durch die steigende Zahl der Arbeitskräfte wächst auch die Bevölkerung insgesamt. Aus den einst eleganten Zentren von Kommerz und Aristokratie werden industrielle Slums. Gerade in den Städten trifft die Idee von Demokratie und Sozialismus auf fruchtbaren Boden. Die alte Macht der herrschenden Klasse scheint in Gefahr. Wissenschaft und zunehmender Materialismus werden zur Konkurrenz für Glaube und Religion. Vielen erscheint die neue Welt verwirrend und chaotisch. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts herrscht Verunsicherung in der Oberschicht. Bildungsbürgertum und Adel wünschen sich die alten Zeiten zurück. Früher, so scheint es, war alles harmonischer, geordneter und spiritueller. Im gesamten industrialisierten Europa entstehen Bewegungen, die nach mehr Einfachheit streben. In Deutschland nennt man diese Bewegung Lebensreform. Ihr Leitmotto lautet: Zurück zur Natur. Man lehnt Medikamente als Produkt der industriellen Revolution ab. Vegetarismus, Naturheilkunde, Freikörperkultur, Landkommunen und Meditation sind populäre Erscheinungen dieser Zeit. In jeder größeren Stadt pflegen die Anhänger der Lebensreform die Ideen des Spirituellen von Astrologie, Magie und Okkultismus.
Helena oder Madame Blavatsky, eine US-amerikanische Okkultistin, glaubt, die Geheimnisse der spirituellen Meister zu kennen. Die okkultistische Lehre sieht in den Auserwählten oder in der großen weißen Bruderschaft Menschen mit ganz besonderen Fähigkeiten. Ihre Kräfte und ihr Wissen reichen weit über das der Normalsterblichen hinaus. Diese Übermenschen haben ihr, Madame Blavatsky, der Auserwählten, die okkulte Geschichte der Menschheit anvertraut. Nach Helena Blavatsky gibt es 7 sogenannte Wurzelrassen. Die erste Wurzelrasse, die es auf Erden gab, nennt sie die Astralrasse. Diese war geistig rein und stellte die höchste Lebensform dar. It was a race of pure spirit, the highest form of existence. Die zweite Rasse bezeichnet sie als die hyperboreische Rasse, die auf einem inzwischen verschwundenen Kontinent im Nordmeer lebte. Die dritte Rasse war die der Lemuren. Blavatsky zufolge hat sich diese Rasse mit Tieren vermischt. Die Rasse von Atlantis ist die vierte Rasse, die Madame Blavatsky offenbart wurde. Die Bewohner von Atlantis besaßen seherische Kräfte und hatten gigantische Städte errichtet. Dabei nutzten sie eine Energiequelle unbekannter Herkunft. Doch auch die Rasse von Atlantis war dem Untergang geweiht. Die fünfte Wurzelrasse sieht Helena Blavatsky in der sogenannten Rasse der Hoffnung. Diese hatte einst die Kultur des antiken Griechenland begründet. Bei ihrer bevorstehenden Rückkehr würde sie die Menschheit zum Höhepunkt des Geistes führen. Diese Rasse nennt Blavatsky die Arier. Bis zum Jahr 1914 hat sich Blavatskys mystische Lehre vom Wesen der Arier in Deutschland und Österreich verbreitet. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges denkt kaum einer an die bevorstehende Kapitulation. In ganz Europa wird der Krieg mit großem Enthusiasmus begrüßt. Sämtliche Kriegsparteien lassen emotional geladenem Nationalismus freien Lauf. In den Reihen der österreichischen und deutschen Armee ist man davon überzeugt, dass nun ein Ziel erreicht werden kann: der Zusammenschluss aller deutschsprachigen Völker und die Gründung eines deutschen Weltreiches. Nach Krieg und Zerstörung wird der Sieg und damit der Beginn des arischen Millenniums stehen. Der Autor Guido von List haucht den Gedanken des Philosophen Giordano Bruno neues Leben ein. Dadurch erkennen die Deutschen ihre eigene Stärke. In ihnen wächst der Glaube an ihre ethnische Überlegenheit. Im Mai 1912 wird der von Liszt's Ariosophie inspirierte Germanenorden gegründet. Dieser Geheimbund hat Logen in 10 deutschen Städten. An seiner Spitze steht ein 12-köpfiger Rat von Armanen. Liszt's Vorhersage, dass das imperialistische Deutschland als Sieger aus dem Ersten Weltkrieg hervorgeht, erfüllt sich nicht. Im Jahr 1918 ist die deutsche Wirtschaft ruiniert und die kaiserliche Armee geschlagen. Für den Mann an der Front erscheint die Niederlage unerklärlich. Noch im Jahr 1918 hatte Deutschland einige wichtige Schlachten gewonnen. Russland hatte bereits kapituliert. Verschwörungstheorien kommen auf. Viele glauben an die Dolchstoßlegende. Man macht Kapitalisten, Sozialdemokraten und Juden für die Niederlage verantwortlich. Für Liszt's Anhänger scheint alles von Wert für immer verloren. Eine Regierung unbekannter Politiker hat die demütigenden Bedingungen des Versailler Vertrags akzeptiert. Der Kaiser und die deutschen Prinzen haben ausgedient.
Dies wiegt besonders schwer, da man im Adel das reinste arische Blut vermutet. Hier scheinen die deutlichsten Spuren der übernatürlichen arischen Kräfte nachweisbar. Nach dem Ersten Weltkrieg stößt Liszts mystischer Glaube auf großen Zuspruch unter den Traditionalisten, die in Demokratie und Sozialismus eine Bedrohung sehen. Inzwischen breitet sich eine weitere Lehre aus. Zusammen mit der Lehre von Liszt bildet sie die Eckpfeiler der nationalsozialistischen Ideologie. Zahlreiche Wissenschaftler und Politiker sehen im Darwinismus eine Formel für soziales und politisches Handeln. Die Ansicht, dass alle Menschen gleich seien, wird als unwissenschaftlich abgetan. Das neue Motto lautet: Nur der Stärkste überlebt. Darwin stellt in seiner 1871 erschienenen Abstammung des Menschen Vermutungen an über die Auswirkungen der modernen Medizin auf den künftigen Verlauf der Evolution. Bei Naturvölkern werden geistig und körperlich Schwache schnell eliminiert. Der zivilisierte Mensch hingegen bemüht sich, diesen Selektionsprozess zu kontrollieren. Innerhalb einer Gesellschaft bringen Schwache wiederum nur Schwache hervor. Dies, so argumentiert Darwin, kann nicht gut sein für die menschliche Rasse. Zur Zucht verwendet man ja auch nicht die schwächsten Tiere eines Bestandes. Hardly anyone is so ignorant as to allow his worst animals to breed. Auch in Großbritannien gibt es eine Bewegung, die sich mit der gezielten Familienplanung befasst. Sie ist all denen gewidmet, deren Bestreben es ist, die Rasse an Stärke und Schönheit wachsen zu sehen. In den USA ist die Zwangssterilisation von Behinderten, Alkoholikern und Kriminellen seit 1907 erlaubt. Auch für Großbritannien werden ähnliche Richtlinien gefordert, so auch die Sterilisation von Kindern, deren Vater, Mutter, Onkel oder Tante geisteskrank sind oder an Epilepsie leiden. Die gezielte Familienplanung ist Teil einer größeren Bewegung. Diese zielt darauf ab, die Evolution in eine bestimmte Richtung zu lenken und zu beschleunigen, und zwar durch selektive Fortpflanzung. Diese neue Wissenschaft nennt sich Eugenik. Bis 1918 hat die Eugenik so viel Einfluss erhalten, dass das British Medical Journal einen Artikel veröffentlicht, in dem es heißt: In der Natur gibt es keine Gleichheit, weder unter Kindern noch unter Erwachsenen. Und wenn sich eine Rasse verbessern möchte, dann durch Zucht der körperlich, moralisch und geistig Tüchtigen. Von Großbritannien aus gelangen die Grundlagen der Eugenik auch nach Deutschland. Dort wird sie in Rassenhygiene umbenannt. An den Universitäten werden Lehrstühle und Institute eingerichtet, die sich mit der neuen Wissenschaft befassen. In den 20er Jahren gilt die Eugenik unter deutschen Medizinern als anerkanntes Fachgebiet. Auch auf die Okkultisten in Deutschland hat die Eugenik bedeutenden Einfluss. Guido von Liszt, Prophet des arischen Millenniums, stirbt im Jahr 1919. Seinen Platz als führender Mystiker und arischer Visionär in Deutschland nimmt Jörg Lanz ein. Lanz, ein ehemaliger Mönch, verbindet den arischen Okkultismus Liszts mit den Grundlagen der Eugenik. Seine neue Lehre nennt er die Theozoologie. Theozoologie ist eine okkultistische Rassenreligion. Inspiriert wurde Lanz von Helena Blavatskys mystischer Geschichte der Rassen. Lanz führt den Niedergang der Arier darauf zurück, dass diese eine geschlechtliche Verbindung mit einer niederen Art eingegangen seien. Das Ergebnis sei eine Vielzahl von Mischrassen, die der rechtmäßigen Dominanz der Arier im Weg ständen.
Wie Guido von List, so glaubt auch Lanz, dass die einstigen Arier telepathische Kräfte hatten. Ihre paranormalen Fähigkeiten hätten sie durch die Kreuzung mit Minderrassigen verloren. Was wollt ihr da noch eine Hölle im Jenseits, fragt Lanz. Ist die, in der wir leben und die in uns brennt, nicht schauerlich genug? Lanz sieht die Hölle, die in uns brennt, im unreinen Blut, das durch die Venen jedes noch so reinen Ariers fließt. In Deutschland und Österreich veröffentlicht Lanz seine Lehre in einer eigenen Zeitschrift. Er schlägt vor, die Geburtenrate rassenbiologisch einwandfreier Nachkommen durch Polygamie zu steigern. Eugenische Zuchtklöster seien zu gründen, in denen sogenannte Brutmütter neuarische Kinder gebären. Rassisch Unreine sowie körperlich oder geistig Eingeschränkte solle man sterilisieren. Niederrassige seien nach Madagaskar zu deportieren oder als sklavische Hilfskräfte zu verwenden. Im späteren Dritten Reich sollte über die Vorschläge von Lanz ernsthaft nachgedacht werden. Einige würde man sogar in die Tat umsetzen. Zwangssterilisationen wurden für diejenigen angeordnet, die man für körperlich, geistig oder rassisch minderwertig hielt. Auch die Deportation der deutschen Juden nach Madagaskar wurde parteiintern diskutiert. Für die SS war ein Zuchtprogramm geplant, das durch Polygamie verwirklicht werden könne. In 1907 gründet Lanz den Neutemplerorden, einen okkulten Männerbund, der eine Art neuen Kreuzzug plant. Burg Werfenstein in Oberösterreich wurde das erste Zentrum des Ordens. Doch schon bald hatte der Orden weitere Sitze. Durch den Orden sollte eine okkulte Religion entstehen, in der sich Wissenschaft, Kunst und Ethik vereinigten. Ziel der Bestrebungen war es, die arische Rasse in allen Teilen der Welt zu reinigen. Zukünftige Mitglieder der SS sowie deren Ehefrauen wurden unter rassebiologischen Gesichtspunkten überprüft. Für Lanz stellen die Neutempler den Beginn einer neuen Ordnung dar. Parlamente hätten ausgedient, meint Lanz. Hitler ist zunächst als Spitzel engagiert. Die Aufgabe von Ernst Röhm besteht darin, die Waffenbeschränkungen des Versailler Vertrags zu umgehen. Röhm soll ein geheimes Waffenlager anlegen und die nationalistisch gesinnten paramilitärischen Gruppen Bayerns in einer inoffiziellen Armee organisieren. Im Sommer 1921 gelingt es Röhm, Offiziere der Marinebrigade Erhard als Kommandanten des Saalschutzes der NSDAP einzusetzen. Dieser trägt den Namen Sturmabteilung oder kurz SA. Die Funktion der SA ist es, Parteiversammlungen zu schützen und eindrucksvoll Stärke zu demonstrieren, sollte dies erforderlich sein. Die SA spielt aber noch eine weitere Rolle. Sie ist ein inoffizieller Teil der Reichswehr. Die Ausbildung erfolgt durch Offiziere. An ihrer Spitze stehen Ernst Röhm und Hermann Erhard. Hitler ist sich darüber im Klaren, dass die Loyalität der SA nichts mit ihm oder der Partei zu tun hat, aber sein Putschversuch und die abgesessene Gefängnisstrafe haben ihn zu einer nationalen Figur gemacht. Wenige Wochen nach seiner Freilassung stellt Hitler die NSDAP formal wieder her und übergibt die SA einem neuen Kommando. Zwischen Hitler und Röhm kommt es zum Bruch. Argwöhnisch nimmt die SA zur Kenntnis, dass sich die SS zunehmend als Elite zu etablieren scheint. So sind auch die Aufnahmekriterien für die SS wesentlich strenger als die für die SA.
Auf dem Reichsparteitag in Weimar übergibt Hitler der SS, seiner Eliteorganisation, die heiligste Reliquie der NSDAP. Die Fahne, die mit dem Blut der Putschisten von 1923 benetzt ist, die sogenannte Blutfahne. Mit der Blutfahne wird der SS das nationalsozialistische Symbol des Märtyrertums im Kampf um die arische Überlegenheit anvertraut. Dass die SS von der Leibwache Hitlers schließlich in einen mystischen Zusammenschluss umgewandelt wird, ist die Arbeit eines Mannes, Heinrich Himmler. Von frühester Jugend an hat sich Himmler für die Lebensreformbewegung interessiert. Das Land, so glaubt er, ist der Ursprung von allem Guten. Aus den Städten hingegen kommen Korruption und Unmoral. Die Arbeit auf dem eigenen Acker, glaubt Himmler, ist der Hintergrund für die Stärke des deutschen Volkes. Himmler wird lange Zeit mit dem Bund der Atamanen in Verbindung gebracht, einer nationalistischen Bewegung, die sich dem Leben auf dem Land sowie der Lebensraumgewinnung im Osten verschrieben hat. Der Bund der Atamanen vertritt die sogenannte Blut- und Bodenideologie. Über seine Mitgliedschaft bei den Atamanen kommt Himmler in Kontakt mit der NSDAP. In 1930 sind Himmlers Fantasien von einer arischen Zukunft jedoch Hitlers geringste Sorgen. Die Einheit der Partei und Hitlers eigene Zukunft stehen auf dem Spiel. Auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise erlebt die SA einen Massenzulauf durch die deutschen Arbeitslosen. Die SA zählt inzwischen 100.000 Mann. Die Radikalen unter ihnen versprechen sich vom Nationalsozialismus die Beseitigung der herrschenden Klassen. Obwohl Industrielle, Offiziere und Adlige die Hauptgeldgeber der NSDAP sind, werden sie von einigen als verachtenswerte Parasiten angesehen. Aus Protest gegen die politischen Bündnisse, die Hitler eingegangen ist, ziehen etliche SA-Kommandanten ihre Männer vom Parteidienst zurück. Josef Goebbels, Propagandaleiter der NSDAP, warnt Hitler vor einem Bruch innerhalb der Partei und der SA. Hitler hält einen einzigen Mann für fähig, die SA wieder zu versöhnen, Ernst Röhm. Röhm gelingt es, diese Aufgabe zu erfüllen. Seinen Erfolg muss er mit dem Leben bezahlen. Während Röhm auch die Vergrößerung der SA vorantreiben möchte, ist Himmlers Strategie eine andere. Er setzt nicht auf schnelle Expansion. Er konzentriert sich auf sorgfältige und systematische Selektion. 1930 hat Himmler von Hitler die Erlaubnis erhalten, Männer aus den Reihen der SA für die SS zu rekrutieren. Damit kann Himmler seine Ideen von gezielter Fortpflanzung in die Tat umsetzen. Wie ein Gärtner, der seine Pflanzen veredeln möchte, macht er sich ans Werk. Erstes Kriterium ist das einer Mindestgröße. In hochgewachsenen Männern vermutet er das begehrte reine Blut. Must somewhere possess the blood I desired. Am 31. Dezember 1931 gründet Himmler das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS. Dessen Aufgabe ist es, die Lebensraumgewinnung und Germanisierung des Ostens vorzubereiten. Überdies ist das Rasse- und Siedlungshauptamt mit biologischer Selektion und der Reinhaltung der arischen Rasse betraut. Führende Akademiker und Mediziner sollen strengere Aufnahmekriterien für die SS entwickeln. Nach Himmler müsste an einem Anwärter alles im Einklang stehen mit dem Ideal, das man sich gesetzt hatte, sein Gang, seine Hände und sein gesamtes Auftreten.
His gait, his hands, everything should correspond to the ideal which we have set ourselves. Für Himmler ist die Selektion nur der erste Schritt für seinen eigentlichen Plan, die Rückzüchtung der arischen Rasse mit Hilfe der SS. Im Jahr 1933 werden monatlich fast 2000 Anträge auf Ehegenehmigung bearbeitet. Damit beginnt das größte eugenische Experiment der Menschheitsgeschichte. Von 1935 an ist das Rasse- und Siedlungshauptamt zuständig für die Ehegenehmigungen der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Überzeugt von seinem Erfolg lässt Himmler verlauten, in 120 Jahren sei das gesamte deutsche Volk wieder reinrassig arisch. Himmler ist sich darüber im Klaren, dass die Verwirklichung seiner Vision an die Vorrangstellung der SS innerhalb der Partei und Deutschlands gebunden ist. Im Rahmen der Parteiarbeit hat Hitler der SS bereits Polizei- und Spionageaufgaben übertragen. Himmler erkennt darin die Möglichkeit zur Ausdehnung seiner Macht. Bei den Reichspräsidentschaftswahlen im Jahr 1932 erhält Hitler 30% der abgegebenen Stimmen. Für die Parlamentswahlen im Juli 1932 tritt Hitler innerhalb von 2 Wochen in 50 Städten auf. Sein Einsatz wird belohnt. Die NSDAP gewinnt 230 Sitze im Reichstag. Hitler fordert den Posten des Reichskanzlers. Das Parlament lehnt ab. Bei einer weiteren Wahl im November 1932 verliert die NSDAP rund 2 Millionen Stimmen. Die Kommunisten hingegen können ihr Ergebnis drastisch verbessern und erhalten 100 Sitze. Trotz seiner zunehmenden Macht innerhalb der Partei erhält Himmler keinen Ministerposten innerhalb der neuen Regierung. Doch Hitlers treuer Heinrich beschwert sich nicht. Himmlers Ambitionen gehen weit über eine solche Regierungstätigkeit hinaus. In der Burschenschaft, der Himmler während seines Studiums angehörte, wurde die okkultistische Zeitschrift Ostara von Jörg Lanz von vielen gelesen. Eine von Lanz aufgestellte These sollte Himmlers Obsession werden. Himmler glaubt, es sei seine Mission, das Werk von König Heinrich zu vollenden. Aus der SS sollen die Herrscher eines zukünftigen arischen Imperiums hervorgehen. Doch zumindest für einige Zeit muss Himmlers Zukunftsvision noch warten. Von 1933 an ist Himmler bemüht, die staatlichen Polizeikräfte unter seine Kontrolle zu bringen. Im Blickpunkt steht auch die Gestapo, die geheime Staatspolizei. Die Leitung über die Gesamtheit der deutschen Polizei übertragen zu bekommen, ist auch der Wunsch Hermann Görings. Bei seinem Feldzug gegen die Feinde des Nationalsozialismus stellt Göring der Polizei und der Gestapo die SA als Verstärkung zur Seite. Die Berliner SA gilt als die brutalste und am meisten gefürchtete Division der SA. Deren Hass auf den Mittelstand ist fast genauso groß wie ihr Hass auf die Juden und Kommunisten.
Göring sieht seine Aufgabe nicht darin, gerecht zu sein. Nach eigener Aussage geht es ihm lediglich um die Vernichtung. Hitler lässt sich davon überzeugen, dass man Göring nicht an die Spitze der gesamten deutschen Polizei stellen kann. Damit hat Himmler einen entscheidenden Sieg errungen. Nach und nach werden ihm die staatlichen Polizeikräfte unterstellt. Frühjahr 1934. Ernst Röhm, Leiter der SA, vollzieht seine eigene Version von Hitlers Fahnenweihe. Röhms Absicht ist es, aus der SA eine neue nationalsozialistische Armee zu machen, an deren Spitze er selbst steht. Die offiziellen Heeresführer sind beunruhigt. Unter dem Deckmantel einer Marineübung findet ein geheimes Treffen mit deutschen Generälen statt. In dessen Verlauf versichert Hitler, die Reichswehr bliebe Deutschlands einziger Waffenträger. Im Gegenzug erwarte er deren Unterstützung. Röhm und die SA werden als Machtfaktor ausgeschaltet. An Hitlers Seite steht Himmlers SS. Fast 500 Menschen werden durch die Hand der SS sterben. In der Reichswehr reagiert man mit Erleichterung auf die Ermordung der SA-Führung. Nach dem Tod Hindenburgs am 2. August 1934 wird Reichskanzler Hitler auch Reichspräsident und die Reichswehr ändert ihren Treueschwur. Nicht mehr dem deutschen Staat oder der Verfassung wird Treue gelobt, sondern der Person Adolf Hitlers. Der wahre Sieger der Nacht der langen Messe ist nicht die Reichswehr, sondern die SS. Am 20. Juli 1934 erklärt der dankbare Führer die SS zu einer unabhängigen Organisation innerhalb der Partei. Ungeachtet seines Versprechens gegenüber der Reichswehr erteilt er der SS die Erlaubnis, eigene militärische Einheiten zu bilden. Schon bald wird die sogenannte Waffen-SS fast 1 Million Mitglieder zählen. SS will number almost 1 million men.